Hallo ihr Lieben! Auf Wunsch in den Community-Kommentaren sollte ich mal eine Lasagne machen und da ich sowieso Lust drauf hatte, habe ich für euch das Video gedreht. Super lecker ist sie geworden, ich hoffe das Video wird euch gefallen, kommen wir direkt zu der Zubereitung. Ich benötige zuerst eine Möhre, eine große Zwiebel und zwei Knoblauchzehen. Wer hat, kann noch gerne Selleriestangen dazu nehmen, muss aber nicht. Das Ganze wird jetzt alles schön klein geschnibbelt, vorher natürlich schälen. In meiner Pfanne habe ich jetzt 2 bis 3 Esslöffel Pflanzenöl erhitzt und darin brate ich jetzt Zwiebeln, Möhre und den Knoblauch erstmal an. Kennt ihr das? Ihr denkt, die kleine Pfanne passt, aber dann müsst ihr doch eine größere nehmen. Nach 5 Minuten, wenn die Zwiebeln und Möhrchen und Knofi angebraten ist, gebe ich dann das Hackfleisch dazu. Große Pfanne passt dann schon eher. Gebe dann direkt noch einen Esslöffel Tomatenmark dazu. Und die Gewürze. Ich habe hier Salz, Pfeffer, italienische Kräuter, Edelsüßpaprika und ein bisschen Zucker, da wir ja gleich noch Tomaten hinzufügen aus der Dose. Dann passt ein bisschen Zucker sehr gut dazu. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Das Ganze wird jetzt so circa 5 bis 8 Minuten lang angebraten. Das Ganze schön immer durchrühren und das Hackfleisch bröselig zerdrücken. Geht mit so einem flachen Kochlöffel am besten. Jetzt kommen die stückigen Tomaten hinzu. Bei mir hat das Ganze ungefähr 10 Minuten gedauert, bis ich das Hackfleisch bröselig hatte. Einmal kurz durchrühren. Füge noch ungefähr 180 Milliliter Wasser dazu. Und das Ganze wird jetzt mit geschlossenem Deckel so circa 20-25 Minuten lang leicht köcheln gelassen. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Bechamelsoße machen. Dazu gebe ich jetzt in der heißen Pfanne 60 Gramm Butter. Ja. Dann gebe ich 3 gestrichene Esslöffel Mehl dazu. Jetzt nicht so Berge von Mehl, so ungefähr. 3 Esslöffel. Das reicht vollkommen aus. Es wird kurz mit angeröstet. Nur so ein paar Sekunden lang. Und dann gebt ihr auch schon das Mehl dazu. Praktisch wäre jetzt so ein Schneebesen in Silikon. Hat jetzt keinen da. Geht auch mit Löffel. Und das wird jetzt einmal aufgekocht, bis es etwas andickt. So kurz bevor es langsam anfängt, dick zu werden, wie ihr sehen könnt, ist nicht mehr so ganz flüssig, würze ich das Ganze einmal mit Salz, Pfeffer und Muskat nach Geschmack. Und ich gebe 1 bis 2 Esslöffel Parmesan hinzu. Parmesan ist nicht Muss, könnt ihr gerne reinmachen, falls ihr da habt. Das Ganze wird jetzt, wie gesagt, einmal aufgekocht und dann ist die Bechamelsoße auch schon fertig. Die wird schon ein bisschen dicker. Ich lasse es jetzt nochmal so ein paar Sekunden lang eindicken und dann ist es schon fertig. Natürlich brauchen wir noch Käse. Hier habe ich Gouda-Käse. Das wird einmal gerieben.
So, wenn ihr alle Komponenten dann soweit fertig habt, die Bolognese-Soße nochmal abschmecken mit Salz und Pfeffer. Ebenfalls die Bechamel-Soße nochmal abschmecken mit Salz und Pfeffer. Und natürlich den Käse vorbereiten. Und hier habe ich Crème fraîche. Und dann geht es schon ans Schichten. Ich starte mit der Bechamel-Soße. Manche fangen mit der Bolognese an, so wie ihr möchtet. Die gebe ich jetzt hier unten auf den Boden. Damit die Lasagneplatten dann nicht ankleben. Dann gebe ich die Lasagneblätter drauf. Ich überlappe die immer ein bisschen. So, 4 Stück müssen reichen. Und dann kommt schon die erste Schicht Bolognese drauf. Dann eine Schicht Bechamelsoße. Ein bisschen Käse dazu. Jetzt kommt mein Sohn. Ein bisschen Käse. Nochmal Lasagneplatten. Dann wieder eine Schicht Hackfleisch bzw. Bolognese. Dann wieder Bechamelsoße, ein bisschen Käse und so weiter, bis ihr das komplett aufgebraucht habt. Die letzte Schicht sollte natürlich die Bolognese-Schicht sein. So, jetzt gebe ich hier die restliche Bolognese-Soße dazu. Bechamel-Soße habe ich aufgebraucht. Wer kein Crème fraîche da hat, lässt sich noch ein Teil Bechamel-Soße für die oberste Schicht übrig. Also wie gesagt, ich habe jetzt die Bechamelsoße komplett aufgebraucht. Ich gebe jetzt Crème fraîche drauf. Also Lasagne ist nichts für Leute, die eine Diät machen. Das muss richtig schmecken. So, einmal gut verteilen hier. Und die letzte Schicht ist ordentlich Käse. Ich habe jetzt hier Gouda-Käse, wollte eigentlich noch Mozzarella drauf machen, aber das lasse ich jetzt mal. Also wer mag, kann noch ein paar Scheiben Mozzarella drauf verteilen. Und das kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für circa 35 bis 40 Minuten, je nach Backofen. So, perfekt. Bei mir hat die Lasagne genau 40 Minuten gebraucht. Wenn ihr die Lasagne aus dem Ofen nimmt, dann bitte kurz stehen lassen, so circa 10 Minuten, bevor ihr sie anschneidet, dass sich dann noch alles setzen kann. Und dann bekommt ihr ein schönes Stück Lasagne raus. Schaut doch mal, wie saftig die geworden ist. Und die Schichten sind perfekt zu sehen. Schreibt mir in den Kommentaren, wie euch die Lasagne geschmeckt hat. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.